Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 thank you Willkommen zu Frequent Traveler TV, wieder eine frisch gepresste Sendung. Heute haben wir für euch die Themen Hamburg äh, nach dem Streit ist vor dem Streik, aber irgendwie ist es so, dass es irgendwie in Hamburg noch Streiteinschränkungen gibt. Oder Streik, Streit ist ja dasselbe. Dann haben wir das Thema Emirates Airlines A350. Ersten Teile sind ähm, in der, im Bau. Dann haben wir Emirates Airlines mit Business Class. Dort gibt es ein Pyjama. Warum es den gibt, erkläre ich euch auch. Dann haben wir als Thema Egypt Air. Die haben ihre 220er, die sie abgeben wieder. Man war ja so stolz, dass man 220er hatte und als erster im Nahen Osten diese eingesetzt hat. Ja, zwölf Stück immerhin. Ticketsteuer ist irgendwie im Bundesrat verschollen. Schauen wir uns auch nochmal an. Und wir haben dann. Singapore Airlines, die haben 25 Jahre Chris Flyer. Da gibt es eine Promotion, so wie 30 Jahre Meister Jetzt haben wir 25 Jahre Chris Flyer. Und Marriott Platinum mit Starlines Gold Status ab 800 Euro. Da werden wir drauf eingehen. Was ist das? Ne, wie ist? Schon Grammatikfehler, ne? Also auf jeden Fall, wie er zu diesem Status kommt für ungefähr 800 Euro. Gut, sind Opportunitätskosten dabei, aber die sollte man auch nicht vergessen. Jetzt geht es weiter mit euch, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst oder kommentiert oder zu einem der Stammtische kommt, am 19. nach Frankfurt, am 20. nach Aachen, am 21. nach Köln. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Jetzt lasst uns doch einsteigen oder Kanal abonnieren und so, ihr macht das schon. Ne? Wir steigen ins erste Thema ein und zwar... Ist das Thema Warnstreik. Das Warnstreik-Thema ist ja jetzt ein Thema gewesen, was äh, uns in irgendeiner Art und Weise natürlich an dem gestrigen Tag beeinträchtigt hat und aber in Hamburg auch immer noch beeinträchtigt, weil ja festhalten, der Betrieb in Hamburg regulär läuft. Einige Flüge sind gestrichen worden: München, Berlin, Helsinki. Bei Helsinki ist es so, weil in Helsinki selber Streik ist, ist der gestrichen worden. Die anderen haben auch nichts wirklich mit dem eingeschränkten Service zu tun. Aber wir müssen uns jetzt mal kurz damit beschäftigen, dass unser Studiohund gerade wieder etwas Lärm macht. Ne? Müssen wir mal gucken. Sorry, komm mal hier. Und, uh, und los. Ja, und weiter. Geh mal, lauf, lauf, lauf. Ne, möchte nicht. Doch, läuft, 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 läuft. Also der Warnstreik quietschte. Äh, mit dem Warnstreik geht es dann weiter, weil man dort ähm, die Gewerkschaft Verdi hat, die die Bodendienstleister aufgerufen haben, in den Streik zu gehen. Und diesen Streik... Haben die natürlich befolgt, aber nicht alle, Gott sei Dank. Die Kollegen vom, ähm, vom, ähm, von der Gepäckabfertigung, die wollen da etwas streiken und sie möchten deshalb bitten, dass man möglichst wenig Gepäck aufnimmt. Jetzt können wir natürlich auch aus der Flughafensicht was sagen, weil nämlich äh, der Geschäftsführer vom HAM Ground Handling, Christoph, äh, wie heißt er nochmal? Christian Noack, sagte: äh, Dieser Streikaufruf ist eine bodenlose Frechheit. Ähm, warum? Ganz einfach, weil er sagt, da gibt es bundesweit schon einen Tarifvertrag, den man sechs Jahre irgendwie verhandelt hat, und das ist der erste seiner Art. Und dieser erste seiner Art, ähm, das wäre dann irgendwie unhöflich. Man, das macht nun gut, aber ich kann da jetzt ehrlicherweise nicht sagen. Ähm, ob das so ehrlich ist. Da ist ja manchmal was im Argen. Des Weiteren gibt es Probleme in Hamburg zum Flughafen zu kommen, weil nämlich die Hamburger Hochbahn und weitere Verkehrsbetriebe in Hamburg streiken. Das ist ja der bundesweite Streik, der auch da betroffen ist. Also das heißt, eher das Problem ist es, an den Flughafen zu kommen, als vom Flughafen wegzukommen. Wenn ihr da Erfahrungen habt, könnt ihr natürlich da unten was schreiben und sagen, wie es in Hamburg war. Wir haben heute. Ähm, keinen Kunden ab Hamburg wegfliegen. Gestern hatten wir welche, die haben dann umgebucht auf Montag und ähm, schauen wir uns das Ganze an. Das nächste Thema ist Egypt Air. Die haben eine Flotte von 12 A220 gehabt und da muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, gehabt ist gehabt, äh, denn die waren ja auch schon gegroundet teilweise. Also von den Flugzeugen ist es so gewesen, dass ja ähm, die Flugzeuge. Am Boden waren, wo waren es, wo sie sagten, ähm, diese Flugzeuge waren zehn Stück am Boden. Das hat natürlich auch mit den Triebwerken zu tun gehabt, weil von Pratt Whitney mit der Pulverbeschichtung wir alle wissen, dass ja in Extenso gab es dort Probleme. Und jetzt ist es so, dass man äh, diese ganzen sieben äh, Quatsch 12 Jets weggeben möchte. Ähm, damit ist es halt wirklich so, dass dauerhaft sieben gegroundet waren und das war für die nicht lustig. Wobei man natürlich auch sagen muss: Egypt Air hat auch eine äh, Flottengeschichte, äh, die ja relativ krass ist, weil da gehören Airbus A320, Neo 321, Neo 330 200er, 330 300er, Boeing 737 800er, 787 er und dann sollte man auch irgendwann auch Betreiber der 737 Max werden. Und ihr seht, es geht da eher in den Bereich Richtung Boeing als zu Airbus. Jetzt fragt ihr euch, wer nimmt die Flugzeuge? Nimmt die vielleicht Lufthansa? Ähm, das kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, weil die Flugzeuge sind verkauft worden an äh, Azora. Ähm, die haben damit dann quasi äh, auch eine Flottenübergangslösung angeboten und die Triebwerke und die Flugzeuge sind halt... Alle gut in Schuss. Die sind maximal vier Jahre alt, denn das erste Flugzeug ist ja 2019 in Betrieb gegangen. Und wir erinnern uns an die Worte, und ich zitiere hier, wir sind stolz, unseren allerersten A220 begrüßen zu dürfen. Das sagte Ahmed Adel, der ist übrigens der Chef von der Egypt Air Holding. Aber damit ist das Thema jetzt dort im Rahmen der Flottenbereinigung beendet. Ja, so ist das. Ihr könnt ja auch schreiben, was ihr dazu denkt. Eine neue Ära, die bei denen ist sie aus, abgegangen. Bei Emirates fängt sie an. Und zwar bei Emirates ist es ja so, sie sind ja eher bekannt dafür, dass sie weniger ähm, verschiedene Flugzeuge haben, aber davon ganz viele. Die 777 haben sie ja bis zum Erbrechen. Die 380er haben sie bis zum Erbrechen. Aber da soll es jetzt 350er geben. Ja. Und die erste 350er ist von Emirates gesichtet worden. Und da kann ich euch ähm, kurz auch ein Bild mal zeigen, dass man äh, das auch sieht. Das ist ein Rumpfsegment und zwar das Hintere. Hier haben wir es ähm, gleich auch für euch. Und zwar ist das immer etwas schwieriger, wenn man es so macht. Kommt es jetzt? Ja, da ist es, da seht ihr es. Das ist das Rumpfsegment und da seht ihr auch übrigens die Nummer. Und zwar handelt es sich dort um die Nummer ähm, 686. Und die 686 ist halt die Nummer, der ähm, das wievielte Flugzeug davon äh, gebaut wird, in Anführungsstrichen, also die Produktionsnummer. Und damit ist das doch schon mal eine coole Geschichte. 2007 hat man schon Flugzeuge bestellt. Jetzt gehe ich wieder mein Bild weg. Warte, da ist es. Hatte man schon ähm, die 350er bestellt? Dann gab es ein hin und her 70 Stück. Dann stornierte man äh, die gesamte Order. Dann ordert man wieder 65. Dann jetzt auf der jetzigen Dubai Air Show äh, hat man Boeing bestellt. Dann hat man so Emirates hat Emirates ein bisschen die Airbus typiert. Aber das erste Modell soll 2024 ausgeliefert werden. Sorry. Hut nicht machen. Und ähm, mal gucken, wie lange das jetzt hält. Ne? Quietscheteu. Also auf jeden Fall soll der 350 dann auch für neue Markt Märkte eingesetzt werden bei Emirates. Und zwar ist das so, dass man damit dann ähm, mit einer Flugzeug von bis zu 15 Stunden ab Dubai Ziele anfliegen möchte. Ähm, aber man war ja mit den Rolls-Royce Motoren nicht happy bei dem 350er, da bin ich mal gespannt, was da äh, noch so passiert, ob da Rolls-Royce nachbessert. Ich glaube es nicht, aber Emirates braucht halt neue Flugzeuge und die 777X, die kommt ja nicht wirklich immer wieder an den Start. Das muss man halt so sagen. Gucken wir mal, wie wir den Hund jetzt wieder ruhig kriegen. So, jetzt können wir direkt zum nächsten Thema übergehen. <laughs> Und zwar ist das die Ticketsteuer. Ich war, ich war nicht erfolgreich mit dem Unquietschen. Ich hoffe, das Quietschen stört mich zu sehr. Ihr könnt hier unten kommentieren, ob das Quietschen bei euch ankommt oder nicht. Lasst uns über die Ticketsteuer sprechen. Genauso wie ich hier gerade ins Stocken gekommen bin, ist die Ticketsteuer gestockt im Bundesrat. Um nochmal kurz zusammenzuführen, ist das so, dass die Ticketsteuer da dann... Ich muss mal hier jetzt mit dem Kissen versuchen, den Hund ein bisschen abzulenken. Das nervt. Und zwar, Ampel dreht an der äh, Steuer natürlich, weil man möchte damit die Steuern, äh, die man halt nicht in diesem Fonds jetzt mal nutzen darf, kompensieren. Und ah, ich habe gewonnen. Hier, ich habe es toll weggenommen. Ich habe es weggenommen. Geschafft. So, jetzt kommt der Hund aber gleich hochgeschoben und versucht es zu finden. <laughs> Ihr seht, so ist das, wenn man das Live aufnimmt. Aber um jetzt noch mal zu sagen, es ist so: die Ticketsteuer soll dann 15,53 bis 70 Euro 83 je Fluggast und je Ziel ähm, kosten und damit ist das dann doch eine Verteuerung. Und da muss man natürlich sagen, dass alle Passagiere damit äh, betroffen sind, auch wenn sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen. Aber es macht halt Fliegen ab Deutschland teurer. Ich persönlich sehe das jetzt nicht so. Ähm, als ein, ein Problem an ehrlicher Weise, ähm, wenn man sagt, dass es fairer wird, und zwar für alle in Europa. Aber dadurch, dass es nicht für alle in Europa gilt, ist das dann wieder ein Problem. Was passiert zum Beispiel, wenn in Warschau der neue Flughafen aufmacht, quasi vor den Toren Berlins, wenn man ehrlich ist? Und da muss man dann wirklich schauen, dass das nicht dazu führt, dass man da ein Ungleichgewicht schafft und damit dann die Lufthansa im Zweifel bestraft. Wichtig ist auch an dieser Stelle zu sagen, ähm, ich denke mal, ähm, dass Michael Leary damit nicht happy ist. Aber ihr könnt ja unter die Luftverkehrssteuer unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Da bin ich mal gespannt. Ja. Wo wir auch gespannt sind, und das ist es bei Emirates, was Emirates uns jetzt bietet als Business Class ähm, Pyjama. Es gibt da schon Bilder. Ich möchte euch erst mal ein Bild zeigen. Ich hoffe, dass das das Bild ist, ähm, was ich auch gedacht habe. Warte da. Ja, so sieht es aus, wenn es hängt. Ich mache das mal ein bisschen höher, dann seht ihr auch das Sackerl. Ähm, da sieht man das Ganze. Wenn man dann das nächste Bild sich anguckt. Das ist Business Class. Wir reden darüber. Ne? Da seht ihr ja wirklich, was da auch alles mit drin ist. Heißt also, dass ab dem Februar schon dieses Ganze äh, auf 15 Stunden, Quatsch, 15 Stunden, nee, 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 neun Stunden natürlich langen Flügen gibt. Und was auch spannend ist, ist natürlich, wie sieht das am Körper aus? Ähm, hier habt ihr direkt das Bild. Ähm, ich finde auch, man sollte hier, deshalb gehe ich da mal ein bisschen, ups, ja, machen wir mal runter, ähm, damit ihr das mal seht. Man sieht die Puscheletten und die sind im Gegensatz zu den anderen hinten auch geschlossen. Also das finde ich gar nicht so ungeil. Aber ähm, wenn die Flüge 2 ähm, Stunden 30 und mehr sind, äh, da gibt es halt dann wirklich ähm, Slipper und nur die Augenmaske. Wie findet ihr das? Findet ihr das schick? Sagt ihr, in der Business-Class sollte so etwas schon geben? Oder sagt ihr, nee, in der Business-Class äh, brauche ich das nicht? Das ist so ein First-Class-Feature. Oder sagt ihr einfach, ich trage das nicht. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich habe so viele Pyjamas wieder weggeschmissen, obwohl ich dachte, ich will die nicht wegschmeißen, äh, weil es schade drum ist. Aber dann am Ende ist die Qualität dann doch so, wie sie auch ist. Es ist einfach wirklich nur zum fast einmaligen Tragen gedacht. Also da bin ich auch mal gespannt, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Ähm, kommentieren, euer Kommentar ist wichtig. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status bringt. Das ist Chris Flyer. Chris Flyer hat 25-jähriges Bestehen Und da ist es so, dass man bei Chris Flyer ähm, das versucht zu zelebrieren. Ja. Und jetzt können wir natürlich vergleichen, wie es mit der Lufthansa ist, aber es ist so, dass man dort jetzt Promotions hat, man kriegt zum Beispiel 50% Bonusmeilen, wenn man zum Beispiel bucht, dass man also da wirklich nochmal mehr Meilen bekommt. Das ist mal ein geiles Angebot, finde ich. Schade, dass es keine Statusmeilen sind. Heißt also, dass man, wenn man vom 1. bis zum 10. Februar bucht, 2024, aber Reise ist dann vom 1. Juli bis zum 30. November, dann hat man dort dann ähm, diese mehr Punkte. Oder im Chris Shop, da gibt es 250 Bonusmeilen für 25 Singapur-Dollar-Spend, das ist auch gut, mit der Mastercard vom 1. bis zum 14. Februar. Und es gibt die sogenannte äh, Miles Rush Week, heißt also, wenn man eine Travel-Activity bucht, ähm, mit Singapur-Dollar 100 vom 1. bis zum 14. gibt es auch, aber das ist eher für Leute, die in Singapur leben. Und ähm, das ist ja schon mal geil. Das ist aber erst der erste äh, Teil der Promotion. Da wird wahrscheinlich noch wesentlich mehr kommen. Deshalb bin ich mal gespannt, was es ähm, dort gibt. Und wichtig ist auch zu wissen, es gibt keine Pflicht zur Registrierung. Reg Singapore Airlines wird jetzt auch gerade wieder spannend beim letzten Thema, was wir heute haben. Ja, der Hund findet es auch spannend. Ähm, da ist das Thema nämlich Starlines Goldstatus mit. Der Hilfe von Merit Bonvoy und einem Platinstatus. Wer den Platinstatus nicht hat, Platin kann ihn relativ einfach gewinnen. Man kann dann nämlich den äh, Platinstatus rüber switchen zu Chris Flyer Gold. Ihr kennt das ja damals, wie es bei den Freunden war ähm, mit, ähm, wie hießen sie nochmal? Das war Jade-Status, äh, Shangri-La, glaube ich, war das da ging das und es ging ja auch mit äh, genau über die American Express dann Shanghai und so weiter und so fort aber jetzt ist es so ähm, es gibt dort jetzt die Möglichkeit den Status immer wieder über eine Challenge zu machen bei Marriott ich habe da einige Kunden gehabt man kann wenn man 16 Nächte macht die Platin Challenge machen das Schöne an der Challenge ist man braucht keinen anderen Status nachzuweisen heißt also ihr könnt euren Status wenn ihr ihn habt ähm, euch irgendwo hinstecken, bei einem anderen Hotel. Die wollen die nicht sehen. Ihr müsst einfach nur in 90 Tagen 16 Nächte bringen. Jetzt kommt natürlich der Kollege an und sagt, hey, die haben doch die Promotion mit doppelten Nächten und so. Zählt leider nicht. Es müssen wirklich alles bezahlte Nächte sein. Und ähm, ihr seht, der Hund ist on Action. Ähm, und zwar ist es folgendermaßen. So, er ruft die Hotline an. Ihr sagt dort, hey, ich würde mich gerne anmelden für die Platin-Promotion. Es gibt eine Gold-Promotion. Macht die Gold-Promotion nicht. Gold bringt ehrlicherweise gar nichts, äh, wenn man ehrlich ist. Und ähm, dann, wenn der Mitarbeiter das nicht wissen sollte, woher das kommt oder was es ist, auflegen, neu anrufen. Im Regelfall wissen die das. Dann ist es so, dass die Challenge natürlich dann 90 Tage läuft. Ganz wichtig. Also das heißt, ihr solltet euch den Zeitraum auch dann so des Anrufens legen, dass ihr auch wirklich diese 16 Nächte in den 90 Tagen machen könnt. Ähm, dann ist es so, ihr habt den Status aber nicht während der Challenge. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Status einfach bekommt. Das ist leider schade. Dann ist es so, die ähm, Wichtigkeit ist, dass man auch das Konto übrigens 90 Tage haben muss bei Marriott. Was auch, ich muss mal hier wieder kurz einmal den Hund. So wie? Komm her. Ja, ja, komm her. Oh. Und das Toy wieder gerettet. Ihr seht. Naja, auf jeden Fall verstecken wir das hier einfach mal, dann ist der Hund wieder beschäftigt. Wichtig geht das dann weiter, dass man dann, wenn man diese 16 Nächte hat, teilweise auch anrufen muss, weil diese Challenge ist so, dass diese Challenge... Von Hand gezählt wird, das ist kein Automatismus. Ihr solltet auch bitten, dass man euch eine schriftliche Bestätigung für die Challenge schickt und ihr selber die Kontrolle habt, natürlich, wie ihr diese ähm, Nächte macht. Weil wir hatten das bei einigen Kunden in den letzten Jahren so, dass wir dann anrufen mussten und sagen mussten: Hey, die 16 Nächte sind gemacht und der platin -Status ist nicht da. Da solltet ihr dann ähm, auch nicht zögern anzurufen und denen dann erklären, da fehlt was. Und dann wird das auch im Regelfall relativ schnell umgestellt und ist dann passiert. Das ist das eine. Jetzt sagt ihr 800. Ja, natürlich. Es gibt in Asien Hotels, da könnt ihr ab 25, 26, 30 Euro übernachten. Und dann könnt ihr selber multiplizieren, wie viel das ist, wenn ihr das durch 16 teilt. Wenn ihr einfach 800 nimmt und es durch 16 teilt, dann wisst ihr, dass ihr bei 40 Euro die Nacht Kann man in Europa nicht ganz so darstellen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ähm, heißt also, wenn man in China ist, dann sind es sogar 400 Euro. Äh, wenn man dann irgendwie weitergeht in Südostasien, Kommt man dann irgendwo bei 800 Euro an. In Polen ist es zum Beispiel mit dem Moxi in Warschau äh, so oder ähm, 16 City, 16? ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Stettin, Stettin, Stettin. Äh, dort sind wir um die 50 Euro, 56 Euro. Oder dann, wenn ihr sagt, ich will gar nicht weg, dann kann man zum Beispiel das Courtyard in Schwerin nehmen. Das ist auch irgendwo um die 60 Euro. Heißt also, dann ist man irgendwo immer noch bummelig bei 1000 Euro. Das heißt also, es ist jetzt nicht gar nicht so weit gegriffen und man hat nicht die Opportunitätskosten, nach Asien zu fliegen. Deshalb, also da müsst ihr dann wirklich schauen. Wichtig ist auch an dieser Stelle dann, wir im nächsten Schritt an die Chris Flyer-Karte kommt, ne, an den Goldstatus. Und zwar da ist es dann so, ist es immer, dass man dann ähm, bei Marriott Bonvoy diese die Konten verbindet. Ne? Und wenn ihr die Konten verbunden habt, ist es so, äh, dass man dort dann äh, ab Platin äh, sechs Monate hat, vier Flüge mit Singapore Airlines zu machen. Und dann erhält man das Upgrade ab dem Zeitpunkt der Verknüpfung äh, bei den Marriott äh, Platinum Silver Starlines. Wirklich nur vier Flüge, sechs Monaten reichen aber dann, um die äh, Starlines Gold Card zu bekommen. Also das heißt, da gibt es dann schon ein bisschen. Und jetzt sagt ihr, hm, aber dann in Singapur fliegen, das ist ja ein Problem. Wofür gibt es die fünfte Freiheit? Das heißt also zum Beispiel, Singapore Airlines fliegt ja äh, von Mailand nach Barcelona oder von Barcelona dann nach Mailand. Das wäre eine Möglichkeit. Manchester wird, glaube ich, im Moment nicht mehr geflogen. Oder wer von euch dann zum Beispiel von Frankfurt aus nach New York fliegen möchte, kann das nutzen. Ist natürlich wesentlich teurer, aber wenn man es eh vorhat, ist das natürlich eine coole Möglichkeit. Wichtig ist halt wirklich, dass man dann vier von diesen äh, Flügen hat in sechs Monaten und damit hat man dann den Status bis kurz ausrechnen. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben äh, für zwei Jahre und den Starlines Gold für einen Jahr. Das ist doch eine geile Sache, oder? Ich finde es gut. So mit erschwerten Bedingungen die Sendung dann doch heute wieder zu Ende gebracht. Aber die Frage des Tages will ich euch nicht ähm, verpassen lassen. Und zwar ist es natürlich die Frage des Tages: Ist die Stalins Gold für euch ein interessanter Status? Und dann. Oder macht ihr das an auch sogar über die marriott variante und sagt, das mache ich. Weil viele von euch haben den Status ja eh, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Viele von euch haben ja auch den Lufthansa Senator-Status bis zum Ende des äh, Jahres letztes Jahr verlängert, nur um zwei Jahre zu bekommen. Das heißt also, ich habe heute noch für einen Kunden, äh, hab ich, haben wir einen retrokredit gekriegt und damit ist der Status dann von 0225. Nochmal zwei Jahre, also bis Februar 2027 gesichert. Der braucht es nicht. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir können uns natürlich darüber unterhalten bei unseren Stammtischen in Aachen, in Köln und in Frankfurt. Die ist natürlich am 19. Frankfurt, am 20. Aachen, am 21. Februar. Alles Februar ist Girl. Also, ich freue mich, euch zu sehen und ähm, denkt dran. Kommentieren, Like und so weiter. Ich sage es nur nochmal. Und für euch jetzt der Abspann. Ende. aus. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018